Gedenktage aus Fürst Bismarcks Leben. Aus dem Buch Fürst Bismarcks Lebenswerk, den Kindern und dem Volke erzählt von Bertolt Otto. 6. bis 8. Auflage, Großlichterfelde, 1911. Wenn man das Leben eines großen Mannes immer recht deutlich vor Augen haben will, dann muss man sich einige Tage im Jahr merken, an denen man besonders an ihn denken will. So merken wir uns von allen unseren Bekannten den Geburtstag. Zu diesem Tage schreiben wir ihnen, wenn sie auch weit weg von uns sind, und so haben wir immer wieder Anlass, an sie zu denken. An den Fürsten Bismarck zu denken, haben wir nun freilich auch so Anlass genug. Allein schon, wenn Sedan gefeiert wird, dann wissen wir, dass er da als eine der Hauptpersonen dabei war. Aber man muss sich doch auch merken, wann sein Geburtstag und wann sein Todestag war und was sich sonst in seinem Leben für ihn Wichtiges ereignet hat. Geboren ist Otto von Bismarck Schönhausen am 1. April 1815, also in dem Jahre, in dem Napoleon I. durch die Schlacht bei Waterloo endgültig besiegt wurde. Als diese Schlacht stattfand, am 18. Juni 1815, war Otto von Bismarck 79 Tage alt. Seinen Geburtstag aber konnten sich namentlich seine Gegner recht gut merken, die er oft gehörig in den April geschickt hat. Seine ersten Jahre verlebte Otto von Bismarck auf Schönhausen, dem Gute seines Vaters. Dann musste er nach Berlin aufs Gymnasium. Ostern 1832, als er 17 Jahre alt war, machte er sein Abiturientenexamen am Grauen Kloster. Das ist eines der ältesten und berühmtesten Gymnasien von Berlin. Nun durfte er also studieren, und zwar studierte er Jura. Das heißt, die Gesetze, nach denen die Könige und Minister regieren und nach denen die Richter entscheiden, wenn zwei Leute einander verklagen. In Göttingen studierte er und in Berlin. Aber über den Büchern hat er dabei nicht immer gesessen, sondern oft hat er auch auf dem Mensur gestanden, das heißt auf dem abgemessenen Kampfplatz, auf dem die Studenten einander mit scharfen Säbeln und Rapieren die Gesichter zerhacken. Viele Studenten freuen sich, wenn sie recht viele Schmisser aufzeigen können. So nennt man nämlich die Narben, die von den Wunden in den Gesichtern bleiben. Aber Otto von Bismarck konnte nur sehr wenige Schmisse aufzeigen, desto mehr hatten seine Gegner. Von 1836 ab war er Referendar und arbeitete in Aachen und in Potsdam. Aber das gefiel ihm sehr wenig. Als er dann sein Jahr abgedient hatte, wurde er lieber Gutsbesitzer. Sein Vater gab ihm die Güter Schönhausen und Kniephof, die er dann bewirtschaftete. Aber auch dies Leben behagte ihm nicht. Er fühlte sich nicht wohl, wenn er nicht etwas Großes ausrichten konnte. Und da die Leute von anderen Großtaten, die er noch nicht vollführen sollte, einstweilen noch nicht wussten, so erzählten sie sich von ihm die tollsten Geschichten, die er im Reiten und im Weintrinken ausgeführt hatte. Ja, man nannte sein eigenes Gut mit boshaftem Scherz Kneiphof statt Kniephof. Ihn selber aber nannte man allgemein den tollen Bismarck. Und der alte, adlige Herr von Puttkammer machte ein sehr ernstes Gesicht, als der tolle Bismarck sein Töchterchen Johanna zur Frau begehrte. Aber Johanna von Puttkammer wollte keinen anderen. Sie verstand es in sein Herz zu sehen und merkte, dass solch ein Herz kaum noch einmal in der Welt existierte. Und so wurde sie am 28. Juli 1847 seine Frau. Sie hatten drei Kinder, eine Tochter Marie, die den Grafen Rantzau heiratete, zwei Söhne, Herbert, der nach seines Vaters Tode Fürst Bismarck wurde, und Wilhelm, der zuletzt Oberpräsident von Ostpreußen war. Das erste Amt, das Otto von Bismarck hatte, war das eines Deichhauptmannes. Die großen Ströme haben nämlich mitunter die Unart, dass sie alles Land ringsum überschwemmen. Deswegen müssen die Leute, die in ihrer Nähe wohnen, Deiche aufschütten, damit das Wasser ihnen nicht Saat und Ernte wegspült. Die Deiche müssen aber sehr sorgfältig nachgesehen und oftmals ausgebessert werden, weil der Strom immer versucht, sie zu durchbrechen. Diese Aufsicht führen die Deichhauptleute. Deichhauptmann also war Otto von Bismarck, als er zuerst zum Abgeordneten gewählt wurde. Das war 1847, als Friedrich Wilhelm IV. Den Vereinigten Landtag zusammen berief, mit dem er dann den ersten Versuch machte, seine Preußen zum Ratgeben heranzuziehen. 1848 wurde eine Nationalversammlung gewählt,
zu der Otto von Bismarck nicht gehörte. Aber 1849 nannte man die Abgeordneten wieder anders. Man nannte sie Zweite Kammer, während das Herrenhaus die Erste Kammer war. In diese Zweite Kammer wurde auch Bismarck gewählt. Der König wurde schon früh auf ihn aufmerksam, weil Otto von Bismarck zu den Ersten gehörte, die die Berliner Märzrevolution von 1848 für ein Unglück und für ein unwürdiges Ereignis erklärten, als noch alle klugen und gebildeten Leute meinten, dass wenigstens ein bisschen Revolution in einem großen Staate anstandshalber gemacht werden müsse und dass deshalb die Märzkämpfer ganz gut getan hätten, Revolution zu machen. Obwohl der König schon vorher alles bewilligt hatte, was man durch die Revolution erzwingen wollte. Damals gab es nur wenige Leute, die offen aussprachen, dass jede Revolution ein Unglück ist, und zu diesen wenigen gehörte Otto von Bismarck. Im Jahre 1851, also als er erst 36 Jahre alt war, wurde Bismarck preußischer Gesandter am Deutschen Bundestag in Frankfurt am Main. Dort lernte er den Deutschen Bund kennen, von dem alle etwas haben wollten und für den keiner etwas tun wollte. Dort dachte er sich aus, wie Deutschland anders eingerichtet werden musste. Der König wollte ihn schon damals mehrmals zum Minister machen, aber Bismarck blieb lieber in Frankfurt, wo er damals Preußen noch mehr nützen konnte. 1859 wurde er Gesandter in Petersburg, 1862 in Paris, wo ihn Napoleon III. Genauer kennenlernte. Doch aber nicht genau genug. Dann kam der Konflikt. Am 24. September 1862 wurde Bismarck vorläufig, am 8. Oktober endgültig, zum ersten Minister Preußens ernannt, was er 27 Jahre lang geblieben ist. Am 15. September 1865, als Schleswig-Holstein erobert war, wurde Bismarck zum Grafen von Bismarck-Schönhausen erhoben. Am 21. März 1871, als nach dem Französischen Krieg der erste deutsche Reichstag eröffnet wurde, erhob der Kaiser ihn zum Fürsten Bismarck. Außer seinen beiden preußischen Ämtern als Premierminister und als Minister des Auswärtigen wurde Fürst Bismarck deutscher Reichskanzler. Das ist er fast genau 19 Jahre lang geblieben. Am 20. März 1890 bekam er vom Kaiser Wilhelm II. Seine Entlassung aus allen seinen Ämtern. Er wurde Generaloberst der Kavallerie und Herzog von Lauenburg. Während der letzten 8 Jahre seines Lebens wohnte er meistens in Friedrichsruh, mitunter auch auf seinem Gute Varzin in Pommern. Eine kleine Schar von Getreuen war um ihn. Viele hielten sich von ihm fern, weil sie dachten, dass der Kaiser böse auf ihn sei. Aber der Kaiser zeigte, dass er das durchaus nicht war und dass er seine großen Verdienste sehr wohl in der Erinnerung hatte. Er ehrte ihn, wie sonst nur Könige geehrt werden. Am 30. Juli 1898 starb Fürst Bismarck. Er hatte genau 1000 Monate gelebt und hat in dieser Zeit dem deutschen Volk geholfen zu erreichen, was es 1000 Jahre lang vergebens zu erreichen gesucht hatte: die Gründung des Deutschen Reiches. Darum wird man an ihn denken, solange es ein deutsches Reich gibt. Und auf euch, liebe Kinder, werden, wenn ihr einst alt und grau seid, die Enkel mit Staunen und Ehrfurcht blicken, wenn ihr zu erzählen anfangt: als ich jung war, lebte Fürst Bismarck noch.